Sali bis am Handwaschen schon von deinen Kosten gesehen. Sie sind immer mehr auf dem Parkplatz mit dem Covid. Haben sich auch immer mehr Kur vorgenommen, von deinen Kosten zu installieren. Nicht nur für die Pizza auszuteilen, aber auch Essen, was sie auf ihre Karte haben. Einmal im Tag kommt der Kur an seine Kosten, wenn er mit frischer, selbstgemachter Pizza zu füllen. Die Maschine steht nur seit einem Monat, hat aber schon seine Kunden gefunden. Und wenn die bestellen, dann das holen, Pizza, wie die bestellt haben, dann das rausholen, dann das hier lieber schälen auf denen und der macht es dort oder in der Öffnung, für die Leute, die es warm wollen, wie es auf dem Platz essen wollen. Und dann das wieder rausmachen, für die, die es kalt wollen und heim essen wollen. Seit dem Covid hat sich der Frank Labbé entschieden, die Pizzakosten auf die Merzwiller Hauptstraße zu setzen. Jetzt war die Maschine direkt vorne seinem Restaurant installiert worden. Da werden bis in ein paar Tagen Rezepte von seinem Rekord da und dort angeboten. Die Leute, wie können sie dann oder wie durch arbeiten, wie die Sport sind, so etwas, oder so das. Anstatt dass sie ins Restaurant kommen, weil wir zu uns sind, können sie hier kommen, wie es genau dasselbe Essen ist, die Qualität vom Restaurant. Können sie holen, was sie wollen. In der Küche wird schon vorgerichtet. Der Frank hat vor, alte Familienrezepte wie die Biberspätzle in die neue Maschine zu machen. Das ist typisch, wie es meine Grandmutter gemacht hat. Wenn die Produktion nachzukommen, hat der Frank für ein paar Wochen ein Bäck eingestellt, für die Pizza zu machen und eine Köchin. Alle zwei arbeiten nun tags, hauptsächlich für die Distributeur nach und nach zu füllen. Von Harte bin ich Infirmärtin. Ich habe 12 Jahre als Infirmier geschafft. Und es ist ein schönes Mädchen gesehen, aber jetzt will ich etwas anderes machen. Ich habe immer gekocht. Ich habe drei Kinder. Ich koche gern. Und jetzt stehe ich auf alle Morgen und komme da. Ich bin froh. Nach dem Covid haben wir die Chance gegeben, die Klienten sind wieder da gewesen. Weil wir sind auch immer da gewesen für die Klienten. Und so wieder die Klienten da gewesen, wie es aufgegangen ist. Und wir haben alles mehr Arbeit jetzt. Und 6 Tage auf 7 arbeiten von Moritz bis zu Owitz. Es ist ein bisschen schwach geworden. So langsam haben wir gesagt, hopp, wir müssen einstellen. Und warum nicht? Wenn Not ist gekommen, warum nicht auch noch kosten, den Zimmer? Dass es ein bisschen mehr Arbeit gibt für alle und dass wir sie alle fest einstellen können. In Vivascha steht der Kost auf dem Parkplatz von einem Biogeschäft. Auch gehört der Familie Jena, Traiteur von Beruf. Hier ist ein Emincé de Poulet au Riesling. Hier ist Tourte mit Salade verte. Et je paye. Pip, voilà. Und ich hole meine Salade niçoise. Voilà. So einfach ist es. So einfach ist es. Mit dem Ausbruch vom Covid, wo alle Hochzeiten ausgeblasen sind, hat sich der Betrieb müssen umdenken. Fast zwei Jahre lang hat Familie Jenner ihre Kunden Essen geliefert. Es darf nicht trocken werden. Es muss immer ein bisschen Sauce. Die dann gar ein bisschen Sauce. Wo der Sohn Jean ins Geschäft eingestiegen ist, hat er in seinem ersten Distributeur investiert. Für nicht so viele werden alle da verschiedene Essen gekocht. 600 Gramm pro Schachtel für einen Preis zwischen 8,50 und 8,90 Euro. Tous les jours, on en met deux ou trois différentes pour diversifier un peu et ne pas avoir qu'un seul plat et que ça peut ne pas plaire à plusieurs personnes. Donc on essaie de mettre trois plats par jour à peu près pour que les gens aient assez de choix pour, dans la journée, quoi. Am Anfang sind wir ein bisschen skeptisch gewesen. Weil voilà, wir sind es nicht gewöhnt, an den Distributeur zu gehen. Aber noch hat er uns expliziert, dass die Jungen viel angehen und also viel holen im Distributeur. Und er hat recht gehabt. Nach ein paar Jahren als Fußballer hat ihm Jean seine Karriere in eine Richtung genommen. Er wird die Morik von einer automatischen Kaste entwickeln. Je pense que pour moi, c'est l'avenir. La nouvelle génération, on aime beaucoup avoir ce côté de pouvoir prendre quelque chose sur un coup de tête et de l'avoir 24 heures sur 24. C'est un peu ce qui se passe sur Paris au jour d'aujourd'hui ou aussi aux États-Unis. Je pense que petit à petit, ça va arriver dans les autres villes de France. Et je pense que pour moi, c'est l'avenir. Im nächsten wird die Jean bis 10 Maschinen im Unaland installieren. So, Zeit für unsere Frach oder Frechheit treffen wir den Emil Holzmann an. Er ist 7 Jahre alt und hat die richtige Leidenschaft
que de tracteurs. Ich heiße Emil, ich wohne in Forchheim und ich hab 7 Jahre alt. Was machst du gerne in der Schule? Ich hab Mathe gerne. Bist du frach oder frisch? Frach. Mit wem? Mit dem Papa und Mama. Was ist das auf deinem T-Shirt? Ich hab ein paar Vikado bringt. Kannst du malen? Ja, ich will Traktor malen. Welchen Traktor hast du gern? Ich hab die Fendt gerne. Die Rote? Nein, die Grüne. Was willst du mal machen, wenn du gross bist? Ich will Fermier werden. Was gefällt dir da drinnen? Traktor fahren. Und was noch? Mit den Kühen Dings machen. Was spielst du gern? Mit dem Traktor. Hast du viel? Ja. Und was machst du noch? Ich gehe in die Kühe essen und auch die Miste.